in der Klinik am Südring. In Köln gibt es 22 Krankenhäuser. Damit belegt die Millionenmetropole am Rhein im deutschen Klinikranking der Städte Platz 6. Ein Grillunfall sorgt für zwei eilige Patienten in der Notaufnahme. Assistenzärztin Julia Buschmann wird es neben Verbrennungen gleich mit äußerst rätselhaften Symptomen zu tun bekommen. Leute, könnt ihr nach vorne kommen? Wir kriegen jetzt einen Notfall rein. Was kommt denn? Irgendwas mit Verbrennung. Die Mutter des Jungen ist im Rettungswagen mit zur Klinik am Südring gefahren. Hallo, am besten direkt durch den Schockraum. Der Patient hat wohl Brennspiritus in den Feuerkorb gekippt und ist von der Stichflamme erwischt worden. Hat Verbrennungen im Gesichtshalsbereich und am linken Unterarm. Viele Leute versuchen, den Grill mit Grillanzündern oder Brandbeschleunigern anzuheizen, um den ganzen halt ein bisschen mehr Drive zu geben. Dabei kommt es immer wieder zu Unfällen, weil es halt nicht vorhersehbar ist, wenn ich was ins Feuer schütte, wie verhält sich das Feuer. Der Patient hat während der Fahrt zur Klinik mehrfach gebrochen. Sein Husten und der Bluthochdruck sind weitere Anzeichen einer möglichen Rauchgasvergiftung. Hallo, ich bin die Frau Buschmann. Ich bin hier die Ärztin in der Notaufnahme. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja? Mal eben die Kotze hier loswerden. Können Sie mir sagen, wie das passiert ist? War schon die ganze Zeit so schlecht? Ja, also man kriegt nicht wirklich viel aus ihm raus. Das war aber auch schon, bevor er die Medikamente bekommen hat. Der Merlin hatte neben seinen offensichtlichen Brandverletzungen noch einige weitere Symptome. Er hat sich stark übergeben. Er war nicht richtig ansprechbar, ein bisschen neben sich. Da muss man immer gucken, hängt das jetzt wirklich damit zusammen, mit seiner Verbrennung und seinem Unfall? Oder gibt es da vielleicht noch andere Ursachen? Darf ich einmal in den Mund gucken? Super, ja. Gut, da ist auch ein bisschen Rauch. Ja, die Verbrennung geht etwas tiefer. Ich glaube, wir zerschneiden das jetzt. Ja, müssen wir einmal ganz angucken. Während der Untersuchung muss ein EKG die Herzaktivität des Jugendlichen überwachen, um einen möglichen Kreislaufzusammenbruch gleich zu erkennen. Achtung, ich gehe jetzt mal hier ans Gesicht. Ja, nicht erschrecken. Mehr Sorgen als die oberflächlichen Verbrennungen bereiten der Assistenzärztin mögliche Verletzungen der inneren Organe. Sie hört deshalb zuerst die Lunge des 17-Jährigen ab. Junge, hört sich jetzt erstmal nicht auffällig an. Wir brauchen auf jeden Fall eine Blutgasanalyse, ne? Ja, ich nehme gleich. Hast du schon Blut? Ich habe schon Blut. Bei der Inhalation von Rauchgasen wird zunächst mal die Lunge stark angegriffen durch eine toxisch wirkende Substanz in diesem Gas. Das kann bis zum akuten Lungenversagen führen. Dadurch kann natürlich die Lunge den Blutkreislauf nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgen, was dann sekundär natürlich zu einer Minderdurchblutung oder beziehungsweise einer Minderversorgung der Organe mit Sauerstoff führt. Also können Sie mir irgendwas über den Hergang sagen? Ja, wir wollten Stockbrotgrillen machen und ich war mit meiner Nachbarin in der Küche, mit der Nadine. Und so wie es aussah, hat er versucht, mit Brennspiritus das Feuer zu entzünden, wo es dann eine Stichflamme dann gegeben hat. Ja, und durch den starken Wind, Funkenflug. Und dabei ist er so verletzt worden und eine zweite Person, ist das richtig? Die Nachbarstochter, die Mia, ja, okay. Die ist 10 Jahre alt. Also, dass man mit 17 schon mal auf die Idee kommt, etwas alleine anstellen zu können, ist eigentlich normal. Wahrscheinlich hat der Merlin gedacht, er kann das ganz gut alleine, auch ohne den Papa. Ist für mich gut nachvollziehbar, ist halt ein Teenie. Hat er irgendwelche Erkrankungen? Er war vor, er war vor 4 Wochen erkältet, aber das chronische Erkrankungen, irgendwas nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich mal. Ist ziemlich tachykard auch. Merlin, was hast du denn gemacht da? Du weißt doch, dass man das nicht macht, gerade wegen dem starken Wind. Warum? Wir müssen auf jeden Fall ein Röntgenbild machen jetzt gleich. Mhm. Dass wir einmal auf die Lunge gucken. So vom Abhören war das jetzt nicht weiter auffällig an der Infusion. Hat er ja. Da müssen wir auf jeden Fall noch auch ordentlich Flüssigkeit nachfragen. Ganz gefährlich ist bei solchen großen Verbrennungen auch der Flüssigkeitsverlust. Das unterschätzt man häufig. Und deswegen ist eine der wichtigsten Maßnahmen auch eine großzügige Infusionstherapie. Während der Patient zum Röntgen gebracht wird, trifft auch das zweite Opfer des Grillunfalls in der Notaufnahme ein. Assistenzärztin Julia Buschmann und Schwester Leandra kümmern sich um das Nachbarsmädchen, das ebenfalls von seiner Mutter begleitet wird. Hi, hallo. Hallo, das ist Mia, das ist die zweite Beteiligte von dem Grillunfall. Ich bin die Frau Dr. Buschmann, ich bin hier heute die Ärztin in der Notaufnahme. Sie hatte oberflächliche Verbrennungen hier an der Stirn. Ja. Und Sauerstoff haben die wir jetzt über die Brille gegeben, Zugang ist gelegt.
Schmerzen, Vitalparameter, OB. Alles klar. Wie geht's dir? Nicht so gut. Nicht so gut? Ich hab Schmerzen in meiner Haare. Ich guck mir das jetzt gleich mal an, ja? Warst du auch irgendwie bewusstlos oder schwindelig irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Hast alles mitbekommen? Ja, ich hab alles mitbekommen. Dann gehen wir einmal in den Behandlungsraum, ja? Dann guck ich mir das ein bisschen genauer an. Die Assistenzärztin will alles über den genauen Unfallhergang erfahren. Sie hofft, dass aus dem Mädchen mehr herauszubekommen ist als aus dem verletzten Nachbarsjungen Merlin. Magst du mir mal erzählen, was passiert ist, Mia? Ja, also ich und der Merlin wollten Stockbrücke, also ich wollte es auf jeden Fall. Und er war irgendwie ein bisschen komisch drauf und irgendwann ist er dann ein bisschen rumgestolpert und dann ist er umgekippt und dann ist es auch passiert. Wie meinst du komisch rumgelaufen? Der ist eben getaumelt halt. Vorher schon? Ja, halt. Oder danach? Also als er das Feuer angezündet wurde, okay. Dann und dann ist es passiert. Dann machen wir noch eine Ruinuntersuchung, ja? Psychologisch. Soll ich eben an. Mhm. Gute. Als die Mia mir erzählt hat, dass der Merlin sich merkwürdig verhalten hat und ein bisschen schwankend gelaufen sei, schon bevor überhaupt der Unfall passiert ist, bin ich eigentlich direkt hellhörig geworden und habe mich gefragt, woran das liegen kann. Und wollte dann eben sein Blut und auch sein Urin sicherheitshalber auf Drogen und Alkohol untersuchen lassen. Und wie sich später dann ja auch herausstellte, war das dann auch die richtige Entscheidung und hat uns dann auch zur Lösung des Problems geführt. Ich werde das jetzt so ein bisschen abwischen, ja? Das tut ein bisschen weh. Und dann verbinden wir das, ja? Kommt da ein großes Pflaster drauf. Hast du denn irgendwas von dem Rauch auch eingeatmet? Nein. Gar nichts. Musstest du mal irgendwie husten jetzt seitdem? Mm-mm. Darf ich einmal in den Mund reingucken? Ja. Mal ganz weit aufmachen. Sehr schön, gut. Also so Ruhspulen sehe ich da gar nicht. Ne? Also sieht ganz gut aus. Dann brauchst du das da. Die Brille können wir auch einmal abnehmen. Ne? Die kitzelt eher so doof in der Nase. Ja. Ne? Also das ist hier am Kopf. Ne? Das sieht ein bisschen wild aus. Das ist eine ganz oberflächliche Verbrennung. Ja? Ich tue das klar weg. Mit den Haaren. Die sind jetzt natürlich an der Stelle. Ne? Ein bisschen weggebrannt, aber es wächst ja wieder nach und wir machen da jetzt einen feuchten Verband drauf, ja. Und wenn es dir ansonsten gut geht, darfst du auch danach nach Hause. Wenn irgendwas sein sollte, ja, Kopfschmerzen, irgendwie Übelkeit, Erbrechen, Husten, ja, dann musst du sofort wiederkommen. Ist nicht schlimm mit den Haaren, ja? Und die wachsen natürlich morgen. Guck mal, ich habe auch Kontrolle. Ja? Nach der Aussage der 10-Jährigen ist Julia Buschmann überzeugt, der Junge hat sich nicht nur vor der Stichflamme erschrocken, sondern es steckt mehr dahinter. Ja, hallo, hier ist die Dr. Buschmann. Ist die Blutgasanalyse da von dem Merlin? Die Untersuchungen des 17-Jährigen sind soweit abgeschlossen. Die Verbrennungen im Gesicht sind oberflächlich und zum Schutz abgedeckt. Auch die Röntgenbilder der Lunge liegen vor. Was der Assistenzärztin noch fehlt, sind die Ergebnisse der Blut- und Urinproben. Also, was jetzt den Merlin angeht, dieser Verdacht einer Rauchgasvergiftung, ja, der hat sich jetzt erstmal nicht bestätigt. Ja? Also die Blutgase im Blut sind normal und das Röntgenbild ist auch normal und die Lunge vom Abhören auch. Ja? Wir müssen jetzt nochmal die anderen Blutergebnisse abwarten, weil noch nicht so ganz klar ist, was da jetzt passiert ist. Also es ist immer eine Sache, die man nicht gern fragt, aber hat da mal Alkohol zum Beispiel eine Rolle gespielt oder irgendwelche Drogen? Nein. Mein Sohn trinkt gar nichts. Und mit Drogen hat er also überhaupt nichts zu tun. Das können Sie sich eigentlich auch nicht erklären, wie das so passiert sein kann? Nein, das weiß ich nicht. In der Schule läuft das? Er hat ein paar schulische Probleme und ist ein bisschen im Prüfungsstress, aber gut. Aber jetzt nichts weiter, was ihm jetzt in der letzten Zeit aufgefallen ist? Er war schon mal so ein bisschen, dass er viel. Das Labor ist da und ich habe den Vater von Merlin mitgebracht. Hallo. Der war draußen. Sag mal, Bernd, wo warst du jetzt die ganze Zeit? Ich hab die ganze Zeit im Stau gestanden. Warum hast du die Kids da alleine gelassen? Du weißt doch. Wegen dem Winter. Entschuldigung. Also, Sie sind der Vater? Mhm. Gut. Haben Sie denn näher mitbekommen, was da passiert ist? Ja, ich habe geschlafen im Wohnzimmer. Ich wollte mich nur eben hinlegen und danach wollten wir mit dem Feuer starten. Ja, und er sollte eigentlich auf die Kids aufpassen und du solltest das Feuer machen. Du solltest ja nicht alleine. Also dabei gewesen ist niemand. Nein. Meiner Meinung nach haben sich die Eltern nicht fahrlässig verhalten, weil mit 17 kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass man selbst auf sich Acht geben kann. Ne? Also es hätte auch einem 25-Jährigen oder einem 30-Jährigen genauso gut passieren können. Klar hätten die Gefahr eher einschätzen können, aber gut, ne, es ist jetzt passiert. Man kann da natürlich jetzt auch nichts mehr rückgängig machen. Fürs nächste Mal weiß der Merlin Bescheid, dass er das nicht alleine machen sollte. Ebenso wie die Mutter schließt auch der Vater aus, dass der Teenager Drogen oder Alkohol konsumiert. Im Ergebnis der toxologischen Untersuchungen findet die Ärztin die Lösung.
Die Laborergebnisse haben jetzt ergeben, dass er im Blut eine erhöhte Menge Acetylsalicylsäure nachgewiesen hat. Der, was bedeutet das? Sagt Ihnen was? Das ist ein Schmerzmittel, ASS, das auch ein Grippemittel ist. Und ein Nachweis von Amphetaminen. Wie bitte? Merlin, können Sie sich das irgendwie erklären? Wieso soll er Amphetaminen? Er hat noch nie was mit Drogen zu tun gehabt. Sie sagen, er war krank, richtig? Ja. Es können Spuren davon auch enthalten sein in Grippemitteln. Aber dafür müsste man wirklich schon ziemlich viel davon nehmen. Bei dieser Kombination der Laborbefunde habe ich eigentlich schon direkt daran gedacht, dass dieses Grippemittel dafür verantwortlich sein kann, gerade weil halt eben neben diesem Amphetaminnachweis auch die Acetylsalicylsäure so stark erhöht war. Bei einem Drogenmissbrauch wäre da eigentlich nicht von auszugehen. Merlin, bist du krank gewesen? Was hattest du denn? Grippe. Grippe? Wie lange? 4 Wochen. Hast du da irgendwie Medikamente gegen genommen? Ja. Was denn? Ja, vor 4 Wochen. Grippemittel. Und wann hast du das letzte Mal genommen? Heute. Heute? Wie viel hast du denn davon genommen heute? Heute 5. 5? Schon lange. Merlin. Ist doch alles weg gewesen, vor 2 Wochen schon. Wie lange hast du das genommen? 4 Wochen. Mehr. 4 Wochen. Und seit 4 Wochen immer auch so viel? Ja. Ja, also das würde das erklären, ja. Eine lange und eine vor allem überdosierte Einnahme von solchen Grippemedikamenten sollte man nicht unterschätzen. Das kann letztendlich schon schwerwiegende Nebenwirkungen haben, wie beispielsweise diesen sehr hohen Blutdruck und eben auch zur Abhängigkeit. Wichtig dabei ist, dass das eine gefährliche Sache ist, ja. Also das nimmt man so auf die leichte Schulter, denkt sich ja ein bisschen was gegen Grippe, das kann ja nicht schaden, das macht mich fit. Wie du siehst, ne, kann das echt starke Konsequenzen haben, ja. Das heißt, er hat die trotzdem genommen, um fit zu bleiben, oder was? Merlin, hast du dir jetzt etwa so lange genommen wegen deiner schlechten schulischen Leistung? Ja, habe ich. Du hättest das auch so geschafft, ohne. Ja, darüber will ich jetzt auch gar nicht urteilen. Wichtig ist, wenn man das in dieser hohen Konzentration einnimmt, dann kann das zu Benommenheit führen. Das kann zu sehr hohem Blutdruck führen. Und vor allem wirkt das aufputschend und hat demnach auch eine Art Abhängigkeitspotenzial. Ja? Aber das war immer vielleicht immer so lange wach oder so. Ja. Aber da war ich jetzt immer so fit und fröhlich die ganze Zeit. Also mit solchen Medikamenten sparsam umgehen, ja. Pseudoephedrin wirkt aufputschend. Genauso wie auch Drogen aus dieser Kategorie der Wirkstoffe hat halt eben eine aufputschende Wirkung, was gerade bei Menschen, die sich krank fühlen, natürlich diese Krankheitssymptome mindert und sie fühlen sich dadurch leistungsstärker. Sekundär führt das dann häufig dazu, dass Patienten das weiternehmen, weil sie halt merken, sie fühlen sich dadurch besser. Wenn man das so extrem übertreibt wie der Merlin, dann kann halt auch mal sowas dabei passieren. Wenn du irgendwie Hilfe in der Schule brauchst, ja, dann gibt es da andere Möglichkeiten. Ja? Da gibt es alle mögliche Unterstützung. Deine Eltern hören sich auch so an, als wären sie da bereit, dir von allen Seiten behilflich zu sein. Aber solche Medikamente, damit die darf man nicht so willkürlich benutzen, ja? Der Schüler war sich nicht bewusst, wie groß die Nebenwirkungen der Grippemittel in dieser Überdosierung sind. Außerdem wird er nie wieder zu Brandbeschleunigern greifen. Doch er hatte Glück. Von seinen Brandverletzungen hatte sich schnell erholt und es bleiben keine Narben. Die Genesung des Nachbarsmädchens verläuft ebenfalls ohne Komplikationen.